Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Simotrans in dem beendeten Spiel unterwegs. Es wird nicht mehr lange dauern. Wir müssen da schauen, wie wir da hinkommen. Also hier stehen auf jeden Fall noch Passagiere, das ist alles okay. Hier steht der Zug, der wartet auf Beladung, dass von da drüben irgendwo ein Zug kommt, ein Schiff kommt, was jetzt natürlich da hinten ist. Und wie sieht's denn da aus? Da sind auch 16 drauf, das ist erstmal okay. Hier fährt gerade der Zug weg. Wie viel hat er? 27. Ja, das sind alles knappe Zahlen. Da müssten volle Züge sein, damit wir hinkommen. Tante Mimi hat dann noch geschrieben, dass ich schauen soll, dass wenn hier irgendwo ein Monument ist, dass ich das vielleicht mal intensiver befahren sollte. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist so, dass wenn ich jetzt hier reingucke, die Kutsche ist ja voll. Und Statistik sagt mir Beförderungsmenge. Okay, die wächst, geht immer hin und her. Es gibt auch mal Leerfahrten tatsächlich. Profit ist aber immer, immer egal. Auch wenn das hier mit 50, 59 Passagieren war, ist immer im Minus. Diese Kutschen fahren nie plus ein. Das sind einfach Zulieferungszüge zum Zug. Und der macht das plus. Ja, die bringen nur die Zuschauer zum Zug. Wenn ich da Zulieferungszüge gerade gesagt habe, das ist Quatsch natürlich. Zulieferer sind das zum Zug und die sind diejenigen, die das Geld machen im Endeffekt. So, gucken wir mal gerade hier rein. Ne? Wir auch 55.000 Miese, das ist schlecht. Die Umstrukturierung war da, haben wir gemacht, aber hat auch nicht so viel gebracht bis jetzt. Naja, wir gucken weiter. Also, Tante Mimi hat aber auch noch geschrieben, dass wir unten bei Bayreuth noch ein Depot haben. Das werden wir jetzt gerade auch noch canceln. Nee, das war so nicht geplant, sondern das muss so geplant sein. Dann ist das weg. Und was ich noch dann gedacht habe, da gehen wir mal gerade auf die Karte. Diese Strecke hier, die können wir definitiv auch noch mal abreißen. Weil wir können mit den Schiffen, die fahren mit den Schiffen nach hier drüben, hier rum, 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 rum. Das passt alles, ne? Das heißt, hier fahren ja welche rüber und von da kann man sehen, kann man sehen. Hier fährt ja auch einer. Ne, der fährt hier links, rechts. Von da, von diesem Hafen fährt nach da hinten auch einer. Und deswegen brauchen wir diese ganze Geschichte hier nicht. Das können alles mal abgerissen werden und wir gucken dann, ob wir da Glück haben, dass das uns finanziell vielleicht noch rettet. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Aber es sind teure Gleise vielleicht und da können wir vielleicht noch was sparen. Die Straßen waren ja jetzt nicht so der Hit. Wo bin ich denn jetzt? Hier muss irgendwo diese Strecke sein, ne? Da ist die Strecke. So, das bedeutet, wir müssen. Ach ja, haben wir jetzt schon den Hafen erstmal schon mal weg, dann passt das schon mal. Ne? ja, lass uns gerade schauen. Da standen jetzt auch gar keine mehr wahrscheinlich. Kannst du ausmustern, brauchen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die noch hinfahren. Ettlingen-Wilnsdorf, das geht, glaube ich, nach da weg. Hier stehen jetzt 35 Passagiere, die nach da wollen, oder? Aachen? Aachen, ja. Die lassen wir noch abholen. Hier ist noch das Depot, das sofort abgerissen werden kann. Der Zug kommt da gerade auch wunderbar. Seine letzte Tour. Der hat tatsächlich jetzt noch 30, die hier rüber wollten, ne? Ja, die sind jetzt verloren. Hier fahren wahrscheinlich auch noch welche lang, ne? Ja, ich weiß nicht, wo die lang wollen. Hier können wir auf jeden Fall schon mal dieses abreißen, weil die können hier lang fahren. Warte, das machen wir besser mit dem anderen. Mit dem hier, weil, ne? Geht so einfacher. Das ist schon mal weg. Hier gibt es keine Ausweiche mehr. Das ist auch gut so. So, der fährt jetzt davor. Der lädt jetzt die noch ein, die da sind. Und dann ist der Zug schon leer. Und hier sollten jetzt auch gar keine. Doch, da stehen die noch da.
Der darf die Passagiere noch die 40 darüber fahren und dann war es das auch. Dann meckert er gleich sowieso, dass die nicht mehr da sind. Schauen wir dann. So, das gleiche können wir hier oben ja schon, obwohl das wollen wir ja noch gerade so lassen, dass die noch da abgeholt werden. Und dann sollen die alle auf Schiff von Friedrichsdorf aus umschwenken. Jetzt ist dann die Frage, fährt hier noch einer? Der fährt da oben gerade ein. Ne, den wollte ich jetzt nicht so. Bad Mergentheim, Achim, Achim. Ettlingen, Schwandorf, Schwandorf, Wilnsdorf, 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 Schwandorf, also die fahren tatsächlich hier rüber. Aber das ist der braucht da gar nicht mehr lang fahren. Wir können die Linie sofort ändern. Das macht keinen Sinn. Fahrplan. Was war das hier? Mergentheim, Zweighafen. Wo sind? Ach so, ist ausgewählt. Naja. Kannst du gleich aus der Liste nehmen. Der brauchen wir dann nicht mehr. So, Neubrandenburg, Achim, Bad Mergentheim, Rathaus, Friedrichsdorf, Rathaus, Friedrichsdorf, Hafenstraße, das ist hinten, okay. Friedrichsdorf, Rathaus, dann Bad Mergentheim, Rathaus, ja, das passt jetzt, die Linie. Jetzt ist die Frage, ob der das schon so angenommen hat. Also, den haben wir ja noch offen da. Der fährt ins Rathaus danach, okay, der ist schon durch. So, das ist erledigt. Das bedeutet, hier kann komplett abgerissen werden. Weg damit. Das gleiche hier. Den ziehen wir jetzt die Gleise unter den Rädern weg. So, was ist hier? Achso, das wollen wir dann noch auslaufen lassen. Stellen wir gerade die Frage, wo er hier hinfährt. Achso, das ist ein Wasserfuchs ist das. Das hat gut geklappt, ne? Gibt es da auch noch einen? Ja. Noch ein Wasserfuchs in Schwarz-Weiß. Naja, jetzt gibt es noch was zu lachen. Hier stehen 60 Passagiere, die alle hier rüber wollen wohl. Jetzt ist die Frage, wer hält hier an? Schiffe halten hier auch an. Das würden wir dann mal da nicht mehr was machen. Das müssen wir dann so lassen. Ich hoffe, hier halten keine Schiffe an. Oh, hier halten tatsächlich auch Schiffe an. Schwandorf, Festland. Achso, das ist das eine. Das ist egal. Also hier muss ich. Nee, da waren aber andere Schiffe, die da anhalten, oder? Ja, da kommt noch einer von Wilnsdorf. Okay, das passt dann schon. Das lass so. Das heißt, wir müssen diese hier, Schwandorf Festland, die müssen wir gleich auch noch bearbeiten. Fahrzeugliste, da sind gerade tatsächlich nochmal beide voll. Wo ist der Zug? Da ist er schon, dann können wir schon wieder was hier abreißen. Und Lupe auf, den Zug können wir auch gerade schon Bescheid sagen, dass der hier Fahrzeugteil aus muss, dann wenn der. Dann haben wir da noch mal Geld zusammengespart. Ja, doch, da ist ja noch der Hafen, der kann auch noch abgerissen werden. So. Dann ist das Geschichte, findet keinen Weg mehr. Wieso findet er keinen Weg mehr? Kann doch bis dahin fahren, oder? Mergentheim, ah, hier ist bestimmt irgendwas mit. Ja, genau. Genau, das heißt, wir müssen da noch Zusätze entfernen, die hier so sind. Ja, der ist jetzt nur bis da weitergefahren, das ist schlecht. Da müssen wir noch ein Signal nochmal leider bauen. Das muss hier sein.
Und das andere Signal ist ja gar nicht mehr da. Das täuschte dann, oder was? Jetzt muss er fahren, der andere, oder? Ja, macht er auch. Wunderbar. Hier sind wir jetzt wieder. Zug ist immer noch nicht angekommen. Meine Güte, wie lange? Na doch, der ist schon aufgelöst. Okay, das heißt, das machen wir weg. Er findet keinen Weg mehr, hat sich erledigt. Das mach weg. Wir können jetzt doch, das braucht man doch noch hierfür. Die Kosten schnell hier auflösen. Oh, ach doch, der Hafen ist noch da. Dann sitzen die Passagiere noch da. Aber Hafen ist schon leer. Das bedeutet, na, die werde ich jetzt nicht ausmustern. Wir werden hier nur den Hafen abreißen, der jetzt tatsächlich leer ist. Und die beiden müssen jetzt einen anderen Weg nehmen hier. Gehen wir hier gerade hin. Und die brauchen jetzt eine andere Linie. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, Fahrplan muss ich hin. Und die würde ich jetzt tendenziell darauf setzen, dass der von Friedrichsdorf nach Erlangenwald rüberfährt. Gut, der ist weg. Und dieser hier, der soll von Erlangenwald halt nach Spandorf Wald fahren. Genau, dann ergänzt er diese andere Linie, das sollte vielleicht besser sein. So, und diese Geschichte ist dann passé. Also, die können wir jetzt hier mal gerade noch rauslöschen. Da ist ja auch kein Zug drauf. Linie löschen. Linie löschen. Linie löschen. Die Seequerung kann auch weg. So, und wenn wir das jetzt hier sehen, ne, da stehen überall rote Zahlen, bis auf Ettlingen-Wilnsdorf, das fährt positiv, alles andere fährt negativ. Das ist eins der größten Probleme, die wir haben. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass wir nämlich diese ganze Umstrukturierung gemacht haben und dadurch fahren die Linien natürlich auch rote Zahlen teilweise an, ne? Das ist auch Fakt. So, jetzt ist hier die Frage, aber die sind ja alle ganz, wartet auf freie Strecke. Warum wartet er auf freie Strecke? Ah. Die blockieren sich hier tatsächlich gerade gegenseitig. Reicht das? Ich hoffe. Ich hoffe, das funktioniert. Von der Zuglänge her. Warte auf freie Strecke. Welche freie Strecke wartet er denn? Ja, kann ja nur die sein. Gucken wir, dass er hier rumkommt. Aber eigentlich könnte der bis dahin weiterfahren und der müsste ja bis dahin fahren. Mal schauen, ob das Spiel das nicht so ganz begriffen hat, wo ich das gerade umgestellt habe. Könnte auch sein. Vielleicht fährt er jetzt hier gerade rein und dreht dann um. Ja, der hat das nicht erkannt. Jetzt hat er es erkannt. Ja, jetzt funktioniert's. Und ich glaube, die müssten auch aneinander vorbeikommen. Ja, sieht so aus, dass es klappt. Ah, der Dampf kommt. Gut. So, das waren Optimierungen, wie ich jetzt gemacht habe. Jetzt können wir noch gerade mal gucken. Ja, das mit den Monumenten, ne, ist klar. Wir können mal nach Gütersloh gehen. Da ist ja ein Monument mit Tausenden von Zuschauern, glaube ich. Zuschauern. Ne, sind noch nicht mal. Nur 33 Fahrgäste stehen hier mittlerweile. Das ist auch abgebaut. Das ist auch nicht besser geworden, ne? Ne, Fahrplan wollte ich nicht. Statistik wollte ich. Beförderung. Ja, gehen alle runter. 45 und hat an Bestzeiten das Doppelte gehabt.
Ja, ist so. So, jetzt kommen wir in die Bilanz rein. Haben wir nochmal 50.000, glaube ich, runtergedrückt durch den Abbau dieser Strecke. Aber 72 ist, glaube ich, sogar tatsächlich bester Wert der letzten Monate. Oder? Ne, 96 war das noch. Wir sind hier bei 870, okay. Wo habe ich jetzt gerade die 72 gehabt? Ach so, das war hier Jahres. Naja, genau. Ist also nicht der beste Wert. Hier stehen immer noch die 96. Der Dezember liegt noch vor uns. Ich weiß aber nicht, wo ich noch was abbauen kann. Ausweichen haben wir schon, glaube ich, reduziert passend. Da kann man auch nicht mehr viel machen. Zwei Brücken. Ja, das Ziel anfahren macht Sinn mit den 26 Passagieren meines Erachtens. Hier steht jetzt keiner. Wie viel hat er geladen? 39. Die kommen ja alle da unten dann weg. Das ist auch gut so. Er hat hier 16 Passagiere zum Mitnehmen. Das ist auch okay. Hier steht niemand, weil alle schon im Zug sitzen. Aber sitzt keiner im Zug. Das ist noch schlimmer. Hier haben wir Statistiken, Profit, ganz weit im Minus, wie wir sehen. Das sind alles Kutschen, wohlgemerkt, die so viel Minus einfahren. Aber das sind im Endeffekt die Zulieferer für die Züge, das muss man so sehen. Aber die Züge müssen dann plus fahren, das ist das nächste Problem. Wo ist hier einer? Müsste doch irgendwo ein Zug sein, ne? Halt, stopp. Oder ist es nur noch einer? Warte mal, da fährt ja auch nur noch einer, ne? Der steht zum Laden hier. Okay, der fährt jetzt. Fährt er bis Bayreuth? Bünde willig. Oh, wer fährt das andere Stück? Wahrscheinlich der Zug hier unten, der macht doppeltes. Der ist es wahrscheinlich, ne? Ja, der fährt das. Ja, der fährt bis willig, okay. Hier steht Beladung 20%. Da ist kein einziger drin. Okay, da kommen jetzt aber welche. Ist so, aber warte mal, da können wir hier definitiv noch Weichen wegmachen. Ah, sind ja schon alle weg, ne? Ja, bis dahin muss er fahren. Nee, das haben wir auch alles richtig gemacht. Das haben wir auch alles richtig gemacht. Hier kann der dann warten. Städtchen werden größer, ja. Können wir gerade mal reingucken, wie die Statistiken da so sind. Wachsend, ne, Einwohner wollte ich haben. Ja, obwohl die Zahlen sind 1357, das ist, man sieht die Wachstumszahlen, hier sind zwar größere, aber hier oben 0,516. Hier unten gibt es auch, oder, ja, da 3,08 minus, 3,4 minus. Ja, es gibt Städtchen, die auch kleiner werden jetzt mittlerweile. Ist klar, wenn wir so Eingriff in den ÖPNV machen, dann wird das nichts werden. Hier stehen 9, die nach Lippstadt oder Wilnsdorf-Burg wollen. Ne? Bad Mergentheim. Der Zug wartet da, dass der fährt. Der fährt, wartet aber auf Beladung, oder? Nein, nee, der fährt weiter. Hier haben wir nicht umgestellt, ne? Die fahren noch durch, glaube. Aber ich weiß es nicht. Hier sitzt einer noch drin. Ne? Der hat 46, das ist gut. Der ist voll mit 80. Wir warten da noch 117. Intern, auch intern sind die meisten sogar. Intern sind die meisten.
Und es geht mir den Kutschen nicht voran, weil hier so viele sich gegenseitig im Weg stehen, ne? 6 von 6. Statistik. Profit. Kapazität war das. Ja, Kapazität kann man auch schön sehen, ne? Ja, 6. Ist schwierig. Hier sind 28, 30. Gehen bestimmt rein, weil 30 Fahrten möglich sind oder sowas. Aber am Ende ist das hier das Entscheidende. Hier ist, selbst bei den großen Zahlen ist der Profit immer unten. Deswegen lohnt es nicht, mit Kutschen Geld zu machen. Die sind einfach nur der Zubringer. So, das haben wir geklärt. Ich glaube, wir haben jetzt auch hier nichts, was ich noch sagen könnte, was wir jetzt noch abbauen können. Selbst hier mussten wir sogar noch was aufbauen, damit das klappt. Oh, warte, da können wir noch den Dingens abreißen. Die Werft bringt uns auch noch mal Geld. Jetzt noch mal in die Bilanz. 463 hatten wir, wie gesagt. Monatsbilanz 582. War das der letzte Monat? Nein, das ist noch nicht der Monat. Dezember ist noch nicht zu Ende. Ja, wenn ich gucke, dann ist Frosch im Hals. Wenn ich gucke, dann ist nichts mehr machbar, meines Erachtens. Wir haben jetzt, glaube ich, so gut wie alles abgerissen, was wir abreißen konnten. Bin schon froh, dass keine Häuser daneben stehen und ich mich ärgern muss, dass wir das nicht abgedeckt haben. Ne? Okay, ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wenn einer eine Idee hat, wie es noch aufwärts gehen kann, dann unbedingt in die Kommentare schreiben.